Ein wunderschön, meine Freunde. Und willkommen bei Max Beatshop Community. So, ihr wisst ja, immer so ab und an mal erreichen mich viele Pakete von euch. Ich glaube, ich habe so 8 oder 9 Stück liegen und ich will ja meistens immer ganz ungern ohne Video auspacken. Deswegen haben wir mal Zeit genommen, haben wir so 2 Stunden Zeit. Michi kommt nachher noch, hat mir den Abend ein bisschen freigenommen und hab mir gedacht, komm, lass doch mal heute ein bisschen Pakete auspacken. Mal gucken, was so abgeht bei euch. Erstmal danke an jeden, der was zuschickt. Wie gesagt, es dauert manchmal halt ein bisschen, weil ich halt, ich habe halt viel zu tun und am normalen Arbeitstag mittendrin ist es meistens schwer. Gut, ich will mal ein Messer suchen, dann müsst ihr halt nicht in der Ecke liegen. Kommen wir mal eben. Ist es hier noch? Ja! Haha! Und ich würde sagen, fangen wir mit dem ersten Paket an. Übrigens, das Fanpaket Klaus Messer, schon bereit. Man kennt ihn. Und das ist von Youngtimer Oldtimer. Man kennt ihn. Also man kennt ihn wirklich aus den Kommentaren. Und der hat mir das Paket auch schon vor. War das? Das ist schon ein bisschen was her. Ist ein Datum drauf irgendwo? Nö. Komisch. Oha, in die Klingel. Warte mal. Kommt rum mit der Auftrag. Ist das während der Öffnungszeiten? Uno momento. Komisch. Weiß ich nicht. Ist das kein Jeansstoff, sondern so normaler Stoff? Kennen Sie noch? Nee, scheiße. Ich muss Jeansstoff haben. Das überlebt nicht lange bei mir. Weißt du selber, ich bin Hosenkeller. Ja, Hosen und T-Shirts oder so? Nee, hab ich. Bald sogar ganz viele. Pullover? Nee. Wenn ich schon hier bin. Nee, nur Hosen. Ja, ich guck mal, was ich noch finde, ne? Jo, geht klar, Süße. Liebe dich. Bis später. Tschüss. Ja, was soll ich erzählen? Ich brauche neue Hosen. Hab 5 Stück bei meiner Frau bestellt. Aber sind ein bisschen teuer, Alter. 30 Euro das Stück ist schon hart. Ja komm, wir fangen mal an hier mit, ne? Würde ich sagen. Guck, zack. Nur mal hier. Zack. Ich meine, der Name ist ja bekannt aus den Kommentaren von Youngtimer Oldtimer, mal ganz ehrlich. Deswegen umso interessanter ist es, was hier drin ist. Mit Brief. Und Modellautos, hör mal. Hallo Max, ich schicke dir hiermit einige gurkige Modellautos. Viel Spaß damit. Ich hoffe, die gefallen dir und finden ein Plätzchen in deinem Gurkenmuseum. Schöne Grüße, Youngtimer Oldtimer. Bescheid. Mal gucken, was da drin ist. Was? Modellautos. Oh, eins sind sogar eingepackt. Wow. Guck mal, ein Cadillac. Der ist von der Form auch ganz komisch. Sieh das? Guck mal. Das Heck. Was ist das? Ein DeVille? Was für eine Kiste ist das? Sieht aber sehr, sehr komisch aus. Corvorado. Ist aber ein Cadillac. Na, egal. Wir haben schon mal einen witzigen Cadillac. Es geht weiter mit einen noch witzigeren Cadillac. Nee, das ist ein Plymouth. Plymouth Belvedere ist das, glaube ich. Nein! Das ist was Russisches. Was ist das für eine Karre? Janka? Keine Ahnung. Ich habe doch letztens hab ich doch so ein Ding noch repariert für eine Freundin von mir. Egal. Was für eine Kiste ist das, Freunde? Wisst ihr wahrscheinlich eher als ich. Das ist gar nicht amerikanisch, weil. Es ist ja Plymouth Belvedere, weil der hat das gleiche Heck. Die gleiche Front, aber der hat ja keine 4 Türen. Schwer, was ist für Christine? Was haben wir noch? Oh, eine LT! Eine LT Pritsche! Guck mal. Die haben wir auch. Die hatten wir sogar mal 2-mal. Jetzt nicht mehr, nur noch einen davon. Einen sehr rostigen. So, was kommt jetzt? Oh, ein Wartburg! Geil! Nee, ein Skoda ist das, glaube ich. Skoda? Skoda Felicia! Skoda Kombi, geile Kiste. Oh, ein paar Blätter finden wir dafür auf jeden Fall schon. Ne? Also ich werde schon in der Ecke hier finden. Also der Fuhrpark wird hier unten geparkt. Ist das? Oh, Rekord A. So ein Rekord Olympia, genau. Hier. Auch geil, so als Cabriolet. Bau eher Cabriolet oder so was darstellt. Gab's das so? Kenn ich gar nicht. Da sind noch viele Autos da drin. Eine richtige Autosammlung. Jetzt haben wir noch ein Kübelwagen. Einen alten Kübelwagen mit Rad, was hinten abgefallen ist. Egal, liegt da drin. Das war doch dieser KDF-Wagen oder wie hieß das Ding, ne, damals? Vor so Nazi-Zeit? Keine Ahnung. Wildes Ding auf jeden Fall. KZ1, LE-PKW, Nutzlast 0,45. Ja, ist drauf. Aber cool, das ist so der Großvater von meinem Kübel. Kann man so die Scheibe klappen. So beim Modell kann man das machen. Auch wild. Wie der noch rausziehen, der ist doppelt so wild. Cool. Richtig witzig. Wow, was ist denn hier für eine Kiste? Aber was Russisches.
Alter, du hast keine Ahnung von. Das ist ein Zylne. Was ist das? Riesengroß, lang? Keine Ahnung. Da habe ich keine Ahnung von. Eigentlich ein Schande über mein Haupt, aber anderweitig nicht so, nicht ganz so. Oh, hier, nochmal Rekord Olympia. Der Bruder von dem anderen. Nur halt, der hat ein Dach. Noch was? Oh, das ist ja wild. Das ist eben was Amerikanisches. Frag mich nicht, was das ist. GMC oder so eine Scheiße? Dodge, 1940er Dodge. Auch wild. Haben noch 1, 2, 3, 5 Autos haben wir noch. Und das war für meine Geduld, Alter. Autos einzeln auspacken und bewerten. Junge, Junge, was hatten wir für eine Kriege? Ein Corsa? Alter, das haben die als Modellauto gebaut. Ach du Scheiße. Als Rechtslenker. Hier, guck mal. Da war so der Corsa, sag ich mal, da. Vom Modell her war das schon Katastrophe, ne? Aber hat schon ein paar verkauft. Eigentlich laufen die. Wenn die Steuerkenner und so okay sind. Hier, 500er. Fiat. Haben sie noch ein Original 1:1 dank Harry hier stehen. Noch einer. Oha, das ist aber ein Kombi. 600er, so eine Kiste ist das, was das für ein Ding. Steht das drauf? 500, ne, nur 500. Und, Alter, das ist ja geil. Ein Topolino. Alter, das gibt's als Modell? Ein Topolino, Alter. Da wird sogar Harry drauf abgehen. Haben wir den auch? Warte mal. Ich glaube, wir haben den auch. Gucken wir mal. Nee, den haben wir nicht. Guck, wir haben nur die A-Topolinos. Das ist ja wild. Aber den gebe ich Harry. Der freut sich sicherlich darüber. Aber der ist heute nicht da. Schade eigentlich. Der ist sonst ganz witzig geworden. Das ist ja cool. Feier ich. Schon wieder so ein Doppelpack. Komm, jetzt noch? Noch ein Rekord, Alter. Wir können eine Rekordsammlung hier aufmachen. Auch so ein Ding. Rekord Olympia. Komm, jetzt? Oh! Alpha Sud oder so für eine Kiste. Das ist halt irgendwie so ein. Nee, was Polnisches. FSO. Alpha Sud mit 4 Türen wäre schon komisch. Komm, jetzt für eine Gurke. Was ist das denn? Das ist auch schon wieder irgendwas Italienisches. Auf 4-500 Basis. Fiat 750 Multipla. Daran sieht man, Multipla war immer schon hässlich. Ich hole mir was, eine Gurke. Was kommt jetzt noch für eine Gurke? Noch ein 500er, nee, ein 600er, den haben wir auch. Den hier. Harry hat den auch, ich nicht, aber wir im Museum. Also. Aber geile Sammlung, Alter, danke dir. Schöne heilende Modellautos, ne? Oha, was ist das denn für eine Kiste? Auch ein Olympia-Lieferwagen oder was? Rekord. Jo, guck mal, vergleich mal. Guck mal, nach Maßstab kommt das sogar hin. Guck mal, wie kleine Turbolino ist im Vergleich zu dem Rest. Wild. Übrigens ein Turbolino Belvedere. Die heißen Belvedere, diese hier Kombi-Varianten. Das sind die am meist verbreitetsten. Hat Harry auch die meisten von den Dingern. Jede Ecke steht hier ein Belvedere rum. Was ist das denn hier? Ach, das ist doch hier so ein Ding. Ford Corsair, wie der hieß, glaube ich. Das ist was Amerikanisches. Die waren bekannt. Ist das so ein Ding überhaupt? Mal gucken. Corvair, Chevrolet Corvair, genau. Die waren bekannt, weil die den Tank hinter der Hinterachse hatten. Die sind gerne mal explodiert von einer hinten draufgefahren. Das war eine richtige Konstruktionsfehlergeschichte, das Ding. Aber cool, Alter. Mal gucken, wo ich die Dinger hinstelle. Aber die werden auch jemand zu Hause hier finden. Danke, Alter. Gut, wir werden mal weiter. Ich habe noch einiges zu tun. Youngtimer, Oldtimer, danke dir für die Gurken. Die werden irgendwo eine gute Ecke hier finden. Ich weiß aber nicht wo, aber irgendeiner werde ich finden. Wahrscheinlich hier beim Plattenspieler irgendwo. Nee, was auch nicht. Hier ist halt schon alles so voll. Munter, bis dann und Dankeschön, ne? Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.